Top 5. Ah, Leute, was geht? Da seid ihr ja schon wieder. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte heute eigentlich ein Video machen und euch erzählen, drei Gründe, warum ihr euch Dodri nicht kaufen solltet. Aber ich habe gestern Abend for fun mal einfach Dodri im Ranked ausgepackt und das Game hat mich so überzeugt, ne? Und ich habe seitdem auch noch ein paar mehr Games mit ihm gemacht und ich muss sagen, meine Meinung hat sich einfach komplett verändert. Und deswegen gibt es jetzt drei Gründe von mir, warum ihr ihn euch nicht kaufen solltet, aber auch drei Gründe, die für den Kauf sprechen. Also, wenn ihr euch unsicher seid, dann bleibt einfach dran, schaut euch das Video an und vielleicht beantwortet sich die Frage. Also kommen wir zuerst zu den Gründen, die dagegen sprechen. Und zwar, erstens, es gibt bessere Jungler. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Glaceon momentan der beste Jungler im Spiel und eines der besten Pokémon im Spiel. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, warum man Dodri über Glaceon picken sollte. Glaceon macht trotz der Map-Changes und dem Blue Buff-Nerf, was ein indirekter Nerf für Glaceon ist, trotzdem mehr Schaden und kann so den Lanes besser aushelfen, als Dodri das kann. Zweitens, die drei Top-Pokémon machen ihm viele Probleme. Ihr wisst, momentan CC ist die Meta und drei Pokémon, die Meta sind und eigentlich in jedem Team vertreten sind, sind halt Pantymos, Mew und Glaceon. Und alle drei haben CC und können ziemlich gut gegen Dodri spielen. Einmal Pantymos kann ich mit Power Swap slowen, so ist dann seine Sprintbar direkt auf 0. Und er wird noch durch Psychic CC'd und kriegt viel Damage. Und der ist ziemlich squishy. Deswegen ist das doof für ihn. Dann Glaceon hat ebenfalls krassen Burst Damage und kann ihn slowen und einfach wegkiten. Er kommt dann nicht hinterher. Und seine Sprintbar ist ebenfalls wieder auf 0 in einem 1 gegen 1. Und dann haben wir noch Mew. Mew kann ihn mit Surf wegpushen, ihn mit Lichtschild ebenfalls wegpushen, so auf Distanz halten. Und dann hat ihn noch Agility, kann einfach vor dem die ganze Zeit wegspringen und er kommt dann halt einfach nicht hinterher. Und deswegen hat er Probleme gegen diese Pokémon, die alle momentan Meta sind. Und der dritte Punkt, Stacking wurde genervt. Auf dem Testserver, da war es noch so, dass jeder Kopf, der gescored hat, ihm einen Stack gegeben hat. Zumindest bei Attack Weight. Cookies waren so ein bisschen buggy, da hat das nicht funktioniert. Zumindest dachte man, dass das buggy ist, aber es hat sich herausgestellt, der Intended Design ist, dass nur der letzte Kopf, der scored, wirklich als Stack zählt. Und das ist natürlich ein Nerf erstmal für ihn. Aber ich muss sagen, ich finde den Change eigentlich gut und fair. Ich glaube, wenn Dodri direkt drei Stacks hätte, wenn er einmal mit Eos Coins scoren geht, das wäre wirklich broken, vor allem im Early Game. Und deswegen finde ich, ist es ein fairer Change. Ja, das sind momentan die Probleme, die ich für Dodri sehe und die gegen den Kauf sprechen. Aber ich finde nicht, dass das Pokémon schlecht ist. Und deswegen gebe ich euch jetzt noch drei Gründe, warum man ihn kaufen sollte. Erstens, er ist ziemlich gut im Invaden. Durch sein eingebautes Movement Speed mit der Sprintbar kommt er ziemlich schnell von einem Ort zum anderen. Und der macht auch Early eigentlich ganz guten, soliden Schaden. Vor allem, wenn er Level 5 kriegt, hat er so einen kleinen Power Spike und da kann er sich schon ganz gut sehen lassen im 1 gegen 1 gegen andere Pokémon. Dann zweitens, Scoring. Ich habe zwar gerade gesagt, dass Stacking genervt wurde und das ist auch so, aber seine Scoring Passive ist trotzdem big, weil es ist gar nicht so einfach, einen Dodri vom Scoren aufzuhalten, wenn ihr den nämlich nicht beim ersten oder zweiten Score aufhalten könnt, dann hat er meistens nur noch so wenig Eos Energie, dass der so schnell scored, dass es fast gar nicht mehr möglich ist, den aufzuhalten, weil der hat zwischen den Scorings immer so eine Score-Animation, wo der halt kurz invincible wird, so wie das bei den anderen Pokémon auch ist. Und ja, das macht es ziemlich schwer, ihn halt aufzuhalten. Und man kann, wenn man Dodri spielt, auch die Goals so weit runterbrechen, dass dann ein anderer Teammate richtig krass overscoren kann. Und das kann halt auch mal das ein oder andere Game ausmachen. So, und mein dritter Punkt ist, Dodri macht einfach mega viel Spaß, Leute. Ich finde, Dodri ist wirklich ein super cooles neues Pokémon. Mir gefällt sein Moveset. Ich mag generell Pokémon, die ziemlich schnell sind, die so viele Movement Options haben und die sich irgendwie anders anfühlen als andere Pokémon. Und genau das macht Dodri halt auch mit dieser Mechanik, dass er nur so nach vorne irgendwelche Moves machen kann. Muss zwar sagen, ich fände besser, wenn es anders wäre, also wenn er seine Moves in alle Richtungen aimen könnte, aber es ist irgendwie ganz lustig. Vielleicht machen sie es trotzdem noch weg. Würde ich irgendwie cool finden, aber es macht Spaß, ihn so zu spielen. Und fühlt sich irgendwie treu an zu dem Pokémon, was man spielt, halt zu Dodri. Und ich finde auch, dass sein Playstyle irgendwie anders ist. Also momentan glaube ich, dass die beste Art, Dodri zu spielen, ist, dass man in die Kämpfe reingeht, kurz Damage macht und dann wieder rausspringt und dann später wieder reingeht.
Ich glaube, er ist so ein With-Punish-Charakter quasi. Und ich persönlich finde irgendwie, dass das ein cooler Playstyle ist und mal was anderes ist. Und das sind halt meine drei Gründe, die dafür sprechen, ihn zu kaufen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Drodi schlecht ist. Wenn ich ihn jetzt momentan in meine Tierliste irgendwie packen müsste, würde ich ihn wahrscheinlich irgendwo ins High-Tier packen. Und deswegen, spätestens nächste Woche mit Eos Coins, würde ich ihn mir persönlich kaufen, wenn ihr die Coins übrig habt und bis Sherox wieder auf 14k kommt. Ich glaube, Drodi wird 14.000 Punkte kosten und Sherox glaube ich auch. Ja, das ist alles zu dem Thema. Ich hoffe, ihr wisst jetzt vielleicht ein bisschen eher, ob ihr ihn euch kaufen sollt oder nicht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Peace.